Ja, lieber Hannes Amesbauer, ich sage einmal danke für die nette Begrüßung. Darf ich alle herzlich willkommen heißen und sage euch ein großes Danke, dass ihr bei dem Wetter heute hierher gekommen seid. Wir haben ja vor einigen Wochen schon eine Kundgebung gehabt. Bei ähnlichem Wetter waren auch einige 100 oder hunderte von Menschen hier in Kindberg, weil, liebe Freunde, ja, Kindberg und das geplante Asylheim, das ehemalige Landespflegeheim, auch sinnbildlich ist für das Versagen der Volkspartei, sinnbildlich ist für das Versagen der Volkspartei auf Bundesebene und auch auf Landesebene. Herzlich willkommen und danke, dass ihr heute gekommen seid, liebe Freunde. Ich sage auch danke, dass ihr gekommen seid, weil wir heute hier in Kindberg ein starkes Zeichen setzen. Und ich glaube, dass heute viele nicht gekommen sind, die aber im Geiste bei uns sind, viele Kindberger, viele Menschen aus der Region, die zu Recht auch Sorge haben und zu Recht auch sagen, nein, wir wollen diese Asylunterkunft hier nicht. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, man kann es ja eigentlich zusammenfassen, wenn man sagt, dieses Heim will keiner außer einer. Und dieser eine, das ist der Innenminister Karner. Hannes Amesbauer hat es bereits angesprochen, ein Innenminister, der nicht dafür Sorge getragen hat, dass Österreich sicher bleibt und wieder sicher wird. Ein Innenminister, der heute beim Landeshauptmann Drechsler, beim noch Landeshauptmann Drechsler gewesen ist und einen Fünf-Punkte-Plan präsentiert hat und so nebenbei auch noch ausgerichtet hat, unser Herbert Kickl ist ein Asyltourist und ein Brandstifter. Liebe Freunde, der einzige Brandstifter in dieser Republik ist dieser Innenminister, der unfähig ist, Österreich zu schützen, der unfähig ist, die Grenzen dicht zu machen. In aller Deutlichkeit sei das hier gesagt. Und liebe Freunde, ja, Hannes hat schon gesagt, wir haben unglaubliche 100.000 Asylanträge in Österreich erlebt. 100.000 illegale Migranten, die hier nach Österreich gekommen sind, durch zig sichere Staaten gereist sind und letztlich hier ihr Glück versuchen. Und ich sage ja, das wissen wir alle, diese Menschen, die hierher kommen, sind auch oftmals ein Sicherheitsrisiko. Deshalb ist es auch klar und verständlich, dass die Bevölkerung hier in Kindberg, dass viele andere auch, die betroffen sind, und nicht nur Kindberg wird betroffen sein, liebe Freunde, wenn das so weitergeht, wird es bald in jeder Gemeinde eine Asylunterkunft geben, ist auch klar, dass diese Menschen Angst haben. Und der höchste Auftrag auch für einen Innenminister muss es sein, diese Angst zu erkennen und die richtigen Maßnahmen zu setzen. Wenn er das nicht kann, dann gibt es nur eine Lösung, dann muss er zurücktreten oder für Neuwahlen sorgen, liebe Freunde, damit die Freiheitliche Partei auch wieder das Kommando in dieser Frage übernehmen kann. Und wie das geht und wie das funktionieren kann, ja, das hat einer bewiesen. Leider nur 1,5 Jahre Zeit gehabt dafür, aber er hat es bewiesen, wie es geht, nämlich unser Herbert Kickl, unser freiheitlicher Parteiobmann. Ich sage ja, der beste Innenminister, den Österreich jemals hatte, der in der kurzen Zeit, die er zur Verfügung hatte, Maßnahmen gesetzt hat, um dafür zu sorgen, Österreich wieder sicher zu machen. Der dafür gesorgt hat, dass Asylwerber, die keine Asylberechtigung haben, wieder auch abgeschoben werden. Der dafür gesorgt hat, gemeinsam, und das war mir eine große Freude und ein großer Auftrag, gemeinsam mit mir als Verteidigungsminister, mit der Polizei, mit dem Bundesheer, mit den Behörden in Spielfeld eine Grenzschutzübung abgehalten hat, wo ganz klares Motto war, no way, hier bei uns wird kontrolliert, bei uns wird nicht durchgewunken, hier ist Stopp, liebe Freunde. Das haben wir gemeinsam mit dem Herbert Kickl, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Ein klares Zeichen Richtung Schleppermafia, ein klares Zeichen Richtung illegaler Migranten, nicht mit uns, liebe Freunde. Und genau das erwarte ich mir von einem verantwortungsvollen Politiker. Genau das erwarte ich mir auch von einer Bundesregierung. Und ich weiß schon, bei der ÖVP, da ist es halt schwierig, weil sie wie so Slalomfahrer agieren. Einmal auf der linken Seite, wenn es um den Klimaschutz geht, um sich bei den Grünen anzubiedern. Einmal auf der rechten Seite, wenn sie merken, hoppala, die Freiheitliche Partei wird wieder stärker. Aber, liebe Freunde, glaubwürdig ist dieses ganze Theater, dieses Showprogramm der Volkspartei leider nicht. Deshalb, meine lieben Freunde, kann es nur ein Motto geben. Wir werden weiterhin, nämlich gemeinsam, die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl auf Bundesebene, mit unserem Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer, mit einer starken Freiheitlichen Partei auch in der Steiermark,
dafür Sorge tragen, mit euch gemeinsam, dass Österreich wieder unsere Heimat wird, liebe Freunde. Das muss unser Ziel sein. Und vielleicht, liebe Freunde, auch noch ein Satz zu unserem Herrn Landeshauptmann, zu unserem noch Landeshauptmann, zu Christopher Drechsler, der jetzt der starke Mann ist, der jetzt mehr oder weniger versucht, die FPÖ rechts zu überholen. Da sei ihm schon noch einmal ins Stammbuch geschrieben und für uns alle auch zur Erinnerung. Das ist jener Herr Drechsler, der im Jahr 2015, wie die Freiheitliche Partei im Landhaus eine Sitzung abhalten wollte, weil wir auf diesen Asylwahnsinn in Spielfeld aufmerksam gemacht haben, der sich damals gemeinsam mit irgendwelchen links-linken Spinnern, NGOs, mit der Sozialdemokratie, mit den Kommunisten eingehängt hat in der Herrengasse und eine Menschenkette gebildet hat gegen die ach so bösen Freiheitlichen. Sehr geehrter Herr Drechsler, lieber Christopher, Herr Landeshauptmann, du bist unglaubwürdig. Und wenn solche Dinge wie in Kindberg hier passieren, dann sage ich auch ja, dann hast du den falschen Job und dann wird es Zeit, dass es eine Ablöse gibt, nämlich 2024 mit einem freiheitlichen Landeshauptmann, liebe Freunde. Und überhaupt hat man das Gefühl, bei der Volkspartei, da läuft das alles nicht mehr so rund. Ich habe mich sehr gewundert, wie ich gelesen habe, dass der Herr Landeshauptmann einen Brief geschrieben hat Richtung Innenminister. Übrigens, die gehören beide der gleichen Partei an. Also die Volkspartei kommuniziert jetzt schon mit Brief. Ich weiß, SMS kann es nicht mehr schreiben. Schmidt lässt grüßen. Aber ich wollte schon bis aus der Burg irgendwann einmal die Brieftauben dann wegfliegen Richtung Wien. Liebe Freunde, in einer normalen Welt und in einer normalen politischen Welt, da ruft der Landeshauptmann der Steiermark den Innenminister, seinen Parteikollegen an und sagt ihm, lieber Freund, das Asylquartier in Kindberg kannst du dir auf deinen nicht vorhandenen Steirerhut stecken. Das macht ein Landeshauptmann der Steiermark und das würde ich machen, wenn ich Landeshauptmann wäre, liebe Freunde. Und deshalb, liebe Freunde, noch einmal ein riesengroßes Danke. Ich glaube, wir haben noch gar nicht realisiert, welches Zeichen wir heute hier auch setzen. Bei dem Wetter hierher zu kommen, auch zu stehen und zu sagen, jawohl, wir vertreten unsere Meinung, wir machen das friedlich, wir machen das laut, aber mit aller Vehemenz. Und es wird, liebe Freunde, auch an uns liegen, nämlich an uns, der Freiheitlichen Partei, gemeinsam mit dem Herbert Kickl, an euch, auch die Unterstützung für ihn und für uns entsprechend sicherstellt, dass wir in Österreich das Ruder wieder in die richtige Richtung reißen. Dass es wieder heißt, der Österreicher kommt zuerst und dann erst kommen die ganzen Menschen aus allen Herren Ländern, aber erst dann, wenn die Österreicher wieder warm haben, was zum Essen haben, wenn es ihnen gut geht und die Leistung wieder entsprechend belohnt wird. Und ja, auch für Sicherheit, liebe Freunde, werden wir wieder sorgen. Mit Herbert Kickl wird es gelingen. Mit Herbert Kickl an der Spitze wird es gelingen. Wir brauchen den Herbert als unseren Bundeskanzler. Und lieber Herbert, du wirst einer sein, ein Sprachrohr für die Österreicher, ein Garant für unsere Sicherheit und vor allen Dingen einer, der auch die Heimat und unsere Identität bewahren wird. Lieber Herbert, komm mal rauf. Riesengroßer Applaus, Herbert Kickl!